Dienstag, der 18. Juli 2023, kurz nach 18 Uhr. Ich befinde mich hier am Ottensteiner Stausee, am sogenannten Deckerspitz, und überlege, ob ich hier übernachten kann, um morgen früh das Grabnerboot zu Wasser zu lassen. Allerdings habe ich blöderweise meinen Bootswagen vergessen und man kann nicht direkt ans Wasser fahren. Ich bin noch dabei, versuchen rauszukriegen, wo dieser Laufsteg beginnt, ob man da besser hinkommt. Aber es gibt dann noch die Fürnkranzmühle, die werde ich mir gleich noch anschauen und dann schauen wir mal, wo wir morgen hier am besten wegstarten können. Wie so manchmal in Österreich steht man vor verschlossenen Toren. Da gibt es einen schmalen Zugang. Naja, hier das Boot zu Wasser lassen geht wohl eher nicht. Hier geht's zu. So, ich bin jetzt auf einer Privatstraße. Da im Hintergrund ist das Wasser und die Bootsstege zu sehen. Und ja, natürlich gleich neugierige Blicke. Wer sind Sie? Was machen Sie da? Ja, ich suche verzweifelt eine Stelle, wo ich mein Boot zu Wasser lassen kann. Aber jetzt habe ich den Tipp nochmal in die Ortschaft zurück. Weil hier ist im Sommer diese Straße als Einbahn ausgeschildert. Naja, bin ja gespannt, ob ich da mal hinfinde. Ja, übernachten glaube ich eher nicht. Die Polizei steht hier und das Gemeindeamt, die kontrollieren da irgendwas. Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, das wäre hier im Hintergrund die perfekte Stelle, um morgen früh das Boot Wasser zu lassen. Aber mit dem Übernachten muss ich schauen. Das sind Bootsstege. Das ist so ziemlich der Beginn des Ottensteiner Stausees und dann geht es über mehrere Kilometer bis zum Stausee und der Burgruine Lichtenstein. Und Ottenstein hat auch eine Schlossanlage. Und da schauen wir mal, wie wir das mit dem Übernachten hinbringen und was mit dem Hinunterfahren da möglich ist. Ja, jetzt habe ich hier geglaubt, dass ich auf diesem tollen Parkplatz da kostenlos übernachten kann. Kommt der Forstaufseher mit dem schwarzen Auto da hinten. Ja, es kostet jetzt doch ein bisschen was. Die Leute haben so viel Mist da gelassen. Da vorne sind zwei Mistkübel. Da über die Wiese kommt man dann runter zum Stausee. Und für die eine Nacht hier stehen, werden mal ganz locker 25 Euro verrechnet. Nicht schlecht. Geld wurde nicht sofort eingehoben. Ich bekam einen Lieferschein und einen Zahlschein und durfte das dann zeitnah einzahlen. Sachen gibt es, die Waldviertler, die lassen auch nichts aus.
Es ist noch sehr zeitig. Guten Morgen. Die Pferde sind gesattelt, jetzt kann es losgehen. Ottensteiner Stausee, über 7 Kilometer, los geht's. Uhr 47 bin ich endlich am Wasser. Ja, bin ja gespannt, mit welcher Geschwindigkeit ich hier vorwärts komme.
geil ist das denn? Suchen die mich schon? Wow. Es hat leicht angefangen zu niesen. Jetzt habe ich das erste Mal den Poncho ausgepackt. Das ist schon fast wieder vorbei. Leute am Ufer im Regen und genießen es ohne irgendwelchen Schutz. Ich hoffe, es beruhigt sich, weil da hinten gibt es zwar noch ein bisschen graue Wolken, aber da wird es schon wieder blau. Also sieht gar nicht so übel aus. Grüne Liechtenstein vor Anker gegangen und da gibt es Salami, Würsteln und Semmeln. Das ist das Schöne, hier sitzt man ganz alleine, muss keine Angst haben, dass ihn irgendwen überrennt. Tomaten alle einzeln in der Tasche. Alle einzeln weggefangen da. Ja. Bifi, hinter dem Felsen ist die Bootsanlegestelle und die Gaststätte des Oppensteiner Stausees, aber bin nicht sicher, ob die überhaupt offen haben. Aber das Wetter spielt mit. Es ist, ich weiß, mit vollem Mund spricht man nicht. Hinter mir schon wieder blau, der Himmel. Auf der Seite
ist die Brücke über den Stausee, die ich gestern mit dem Auto gefahren bin. Dort gab es auch noch eine Möglichkeit, das Boot zu Wasser zu lassen. Aber es waren sehr viele Autos dort und das Übernachten war auch nicht so schön. Thank you.
Tropfen. Aber es geht kein Wind. Und ich hoffe, ich habe nicht mehr weit. Sonnenschutz ist alles, damit das nicht ins Genick brennt. Nicht mehr weit. Seht ihr das? Wir haben ja Wetter wie im April. Es scheint die Sonne und es regnet. Ich kämpfe gegen den Wind. In Richtung Ziel. Das war jetzt ein richtiger Guss. Ich hoffe, es hört auf, dass ich das weggeben kann. Und ich trockne dann wieder, bevor ich ins Auto steige. Ja, dürfte nicht mehr weit sein. Eine Stunde vielleicht noch, dann haben wir das Ziel erreicht. Der letzte Kilometer gegen den Wind war echt schlimm. Schleife aufgegangen. Gott sei Dank nur die Schleife. Ich warte drauf, wann das Ding noch wirklich durchreißt. Das Ziel hat den Start erreicht. Da hinten liegt der Riverstar. Jetzt hole ich das Auto und dann werden die ganzen Krempel wieder einpacken. Der letzte Kilometer war sowas von anstrengend, weil es einfach sehr windig war. Aber auf die Daten, wie viel Kilometer, in welcher Zeit, bin ich jetzt schon gespannt. Es war von allen was dabei, es war sehr schön und jetzt packen wir zusammen.